Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Otti und ich sind heute unterwegs nach Stockholm. Zuerst fahren wir mit dem Bus, dann mit der Straßenbahn. Horizont Wagen. Schwedische Reihenhäuser. Wir sind jetzt in Gullmarsplan angekommen und steigen aus. Wir hatten da mal in der Rezeption des Campingplatzes gefragt nach einem Stadtplan von Stockholm, aber die hatten dort keinen. Jetzt sind wir auf dem Bahnhof und schauen uns erstmal nach Touristeninformationen um. Jetzt haben wir den Sprung getan vom Bus in die Straßenbahn. Kurz vor 11 sind wir jetzt hier am Hauptbahnhof. Und jetzt machen wir uns auf den Weg in die Altstadt. Schmeckt's? Ja, das ist eine Rhabarber-Erdbeerpie. Ja. Kaffee kommt gleich, ja? Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. So, wir sind hier in der Deutschen Straße, ne? We rise like tall buildings. Und das ist die Deutsche Kirche. Chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Otti,
Weißt du, wie er heißt hier, der die Meerjungfrau trägt? Heißt er Töll? Nee, Töll heißt er auch nicht, ne? Wie sieht's aus, Otti? Kommt das Boot noch? Ja? Wir stehen hier schon so lange, mitten in der Sonne, ja? Na gut. Wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben, ne? Yes, welcome. Letzter Gruß aus Stockholm. Eine herrliche Diplodenia. Und dann geht's in die Metro Altstadt. Stockholm hat mir sehr gut gefallen. Wir haben die Altstadt heute angeschaut und auch eine Bootstour gemacht. Und ja, war schön. Wetter war auch okay. Aber manchmal ein bisschen windig. Manchmal ein bisschen windig, ja. Aber dafür eben nicht so heiß. Ja, das war ein großer Vorteil. Ja, ich würde auch sagen, insgesamt war es eine gute Sache. Stockholms schönster Busbahnhof. Ganz schön hier. Gullmarschplan. Ja. Sag mal, wusstest du, dass Markus Söder hier eine Malm hat? Was hat er, eine Malm? Ich denke, der hat eine Alm in Bayern. Ja, nee, hier sagt man Södermalm. Ach so. Obwohl, ich habe gehört, hier so ein Familienvater, der hat gesagt Söderalm. Ja, siehst du? Da muss was dran sein, ja? Söderalm. Also. Vor fast genau 8 Stunden sind wir hier diesen Weg gegangen. Zur Bushaltestelle hinter dir. Und jetzt gehen wir erstmal in die Richtung Campingplatz.